Die SPD ist fast nicht mehr da in Nordrhein-Westfalen. 40 Jahre Alleinregierung und jetzt kennt die keiner mehr. Der bekannteste Sozialdemokrat Nordrhein-Westfalens ist Jürgen Rüttgers. So weit haben die es gebracht. Die Leute haben das nicht vergessen. Die SPD hat eine Arbeitsmarktreform gemacht, Hartz IV genannt. Da wurden die Menschen, die 40 Jahre lang in die Kassen eingezahlt hatten, genauso behandelt wie die, die noch nie in irgendetwas eingezahlt hatten. Und das nennen die bis heute sozial gerecht. Ein 17-Jähriger, der keinen Bock mehr auf zu Hause hatte, konnte ausziehen und Hartz IV beantragen. Und als dann die Ersten das gemacht haben, da saß der Wolfgang Clement nicht da und hat gesagt, sag mal, welcher Vollidiot hat eigentlich dieses bescheuerte Gesetz gemacht? Nee, der Clement hat sich über die jungen Menschen aufgeregt, die das Gesetz in Anspruch genommen haben, was er gemacht hatte. Und bis heute sagt die SPD, Hartz IV sei sozial gerecht. Obwohl inzwischen sogar der Rüttger sagt, es ist sozial ungerecht. Man muss sich das wirklich klar machen. Die SPD hat es geschafft, sich in eine Ecke zu manövrieren, dass ein Mensch wie Jürgen Rüttgers sagen kann, die machen sozial ungerechte Politik. Das ist, als wenn der Papst sich so daneben benimmt, dass ein Zuhälter sagen kann, sie sind aber ganz schön unmoralisch geworden. Dann die Steuerreform von 1999. Hans Eichel, die SPD-große Steuerreform. Haben sie die Heuschrecken ins Land geholt? Da freuen wir uns heute ja noch dran. Ja, die haben die Heuschrecken ins Land geholt. Der Wedeking von Porsche, dieser marxistische Ideologe, der hat den Schröder extra noch angerufen kurz vorher, hat gesagt, lasst das sein, ihr könnt doch nicht die Veräußerungsgewinne von Firmenverkäufen steuerfrei stellen. Doch, doch, das machen wir, das bringt doch Investoren ins Land. Ja, super. Jetzt können sie eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert, verschlanken die Firma, indem sie ein paar Leute entlassen, machen die eben noch profitabler, verkaufen die Firma wieder und können den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können eine Firma aufkaufen, die gut funktioniert und dann zerschlagen und in Einzelteilen teuer weiterverkaufen und den Gewinn steuerfrei einstreichen. Sie können auch eine Firma aufkaufen, Sie haben das Geld gar nicht, um die Firma zu kaufen, aber die Firma macht ja große Gewinne. Dann leiht die Bank Ihnen das Geld, Sie stellen den Kredit, den Sie aufgenommen haben, in die Bilanz von der Firma ein, lassen die Firma den Kredit abarbeiten. Und dann verkaufen sie die wieder und können die Gewinnsteuer frei einstreichen, meine Damen und Herren. Das alles verdanken wir der Sozialdemokratie Deutschlands. Die Älteren kennen den Satz noch. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Sozialdemokraten. Die Steuerreform von 99, das war der Anfang vom Ende. Die großen Konzerne haben gar nichts mehr bezahlt. Die haben noch Geld wiedergekriegt. Die haben Steuergelder von 1997 wiedergekriegt, Gelder, die die schon mal bezahlt hatten, mussten zurückerstattet werden. Das war alles geplant. Das war die Entflechtung der Deutschland AG. Ja, ja, das sind ganz komplizierte Konstruktionen, aktienmäßig. Aktienpakete werden rückausgetauscht und dann kann man das wieder auflösen, steuerlich und geltend machen. Wunderbares Konzept. Nur ein Jahr nach der Steuerreform steht der Eichel im Fernsehen und sagt, wir haben ja nicht gewusst, dass die großen Konzerne das alles auf einen Schlag im ersten Jahr in Anspruch nehmen würden. Wir hatten gedacht, die würde das auf 6, 7 Jahre strecken, da wäre das haushaltstechnisch kein Problem gewesen. Jetzt haben wir ein Haushaltsloch, das ist richtig, ja. Ja, Eichelmännchen, du alter Stratege. Du stellst auch in einmal Gummibärchen von 2 Jägern und sagst, das teilst du dir ein bisschen Pubertät, aber schön ein. Wie nennen Sie so jemand, der sowas macht? Der ist doch dumm wie 100 Meter Landstraße bei Kassel, oder? Und das ist doch eine freundliche Unterstellung. Ja, entschuldigen Sie bitte, es gibt doch nur 2 Möglichkeiten. Entweder Schröder, Eichel, Müntefering und Clement haben wirklich nicht gewusst, was sie mit ihren Gesetzen anrichten. Oder sie haben es gewusst. Das sind die beiden Möglichkeiten, oder? Wenn die wirklich nicht gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, dann sind sie einfach nur zu blöd. Dumm wie 100 Meter Landstraße. Damit könnte man ja leben. Dann sind sie einfach Opfer ihrer eigenen Bildungspolitik geworden. Wenn sie aber genau gewusst haben, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, meine Damen und Herren, was die Herrschaften das dann sind, das darf ich auf der Bühne nicht mehr laut. Das muss sich jeder von ihnen selber denken. Fängt mit Riesen an, hört mit Och auf. Und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, dass die SPD-Spitze sich entscheidet, wollen es Dumpfbacken oder Riesenöcher sein. Die SPD
Die SPD ist den großen Konzernen 7 Jahre lang steuerpolitisch bis zum Anschlag in den Arsch gekrochen. Und plötzlich merkte der Müntefering, da geht es gar nicht weiter. Och, och, och. Und jetzt versuchen sie mal eine Kehrtwende im Enddarm von Ackermann. Da sagt der Münte lieber, Augen zu und durch. Ja? 16 Jahre lang hat die CDU federführend alles verbockt. 7 Jahre lang hat die SPD federführend alles verbockt. Und jetzt dürfen die mal zusammen ran. Minus mal Minus gibt Plus, meine Damen und Herren. Bis neulich.